fast die Zufahrt für das Feld gemacht. Jetzt muss ich das zweite Mal abtanken. Gucken, ob ich gerade drunter komme. Und dann muss ich sehen, wie wir zum Silo kommen. Das heißt, der andere Weg zum Hof. Es gibt da, wo ich rausgefahren bin, scheinbar auch nur eine Einfahrt. Aber ich will auch von der anderen Seite noch reinfahren können. Also wir sind hier, wir voll sind, gucken wir mal, wo wir hinfahren. Bisschen bei dem Feld da unten rausfahren, muss ich das ganze Feld umrunden, oder? Ich muss aber von da auch reinkommen. Das ist hier auf der Map nicht zu sehen, das ist echt nicht wahr. Lass uns überraschen. Also. Die Zufahrt, die ich denke, ist auf der anderen Seite. Da schauen wir jetzt mal, ob das funktioniert. Oder ich muss eine ganze Menge löschen, das sehen wir dann. Ja, voll fährt er nur noch seit 63, 64, keine 80 mehr. Machen wir es richtig mal Deckel zu. So, hier haben wir eine. Wir fahren jetzt hier mal raus und ihr seht eben die zweite Strecke auch, die andere Straßenseite gefahren. So, jetzt muss er gleich das Tor kommen. So, hier rechts ist unsere Futtermische und hier ist noch ein Weg rein. Wir sind erst da oben rausgekommen. Also muss ich auch hier eigentlich rein können. Und ein bisschen näher ran, denn mit diesem Gerät habe ich nicht diese. Ich sagen. Ich muss hier um die Ecke kommen hier. Da geht's nur. Ach, das ist der Weg am See entlang. Das ist nicht gut. Den will ich nicht. Weil da habe ich das ganze Ding da am Kuhstall vorbei. Beidseitig und das Abfahren ist schwierig. Das muss ich mir erst angucken, ob das funktioniert. Also fahren wir den anderen Weg um das Feld rum. Und das andere. Das Feld 8 ist das. Jetzt halt ein längerer Weg. Also, wenn es nicht reicht, brauche ich zwei Abfahrer. So, dann machen wir hier mal unseren Punkt hin. Ich habe den Sound immer noch nicht aus. Das ist der falsche gewesen. Der muss da weg. Den brauche ich. So, machen wir die gerade Strecke hier auch mit. Damit die Verbindung schon mal steht. Okay. Ziehen wir gerade. Ich muss jetzt um dieses ganze Feld 8 rum auf jeden Fall. Muss ich gucken, ob ich irgendwie auf meinen Hof komme.
Ja, das ist etwas, wenn man zu schnell fährt, kann das passieren. Das ist, wir nehmen den da raus. Das ganze Zeit war kein Verkehr. Jetzt war wieder einer hinter mir. Zwei sogar. Hat keiner gesehen. Hey, war der denn nicht verbunden? Warum nicht? Jetzt. So, wenn ich in dem Feld vorbei bin, soll man irgendwie zum Hof kommen. Da geht ein Weg rein. Schau an. Dann machen wir das zur offiziellen Hofeinfahrt. Sehe aber nicht durch die Bäume, ob ich auf dem Weg geblieben bin. Da sind wir auch schon. So, dann mache ich hier mal einfach mal Hof. Und fahren hier gleich mal Hof Silo an. Ein Stück weiter, damit wir das Ups, wie ändere ich jetzt die Seite? Das O. Ah, jetzt. Es braucht etwas mit U wechseln. Okay. Und von hier müssen wir gucken, dass wir wieder auf unser Feld kommen. So, einmal geladen. Da ist schon mal mein Punkt. Einer meiner Punkte. So, eigentlich haben wir jetzt den Kurs da. Ihr könnt jetzt sagen, Drescher, Feld 11 ins Hofsiedler. So, das heißt aber, ich muss meinen Drescher. Sagen, dass er verwirrt. Er ist auf Feld 11. Und
Dann sollte jetzt eigentlich gucken, dass der eigentlich automatisch abfahren. Machen das hier mal aus und schauen uns das an. Er fährt jetzt erstmal zum Punkt Feld 11, wo der Name steht. Und von da aus sucht er dann. So, hat die Meldung gekriegt. Drescher ist voll. Das ist auch schön, gefällt mir. Er fährt aber von... Er muss drehen, komm, er fährt immer von hinten an. Es funktioniert. Es ist August. Müsste ich jetzt mal gucken, was wir brauchen für unsere Produktion. Wir haben nur die Mischration, wir brauchen Stroh, Gras, Silage. Also kann man schauen. Was haben wir denn auf dem zweiten Feld? Die 7, was ist da drauf? Sojabohnen, kann das sein? So, grün. Das heißt, wir haben auf der 8 gar nichts. Das kostet die 8. Ja, wir brauchen da unbedingt Geld. Gras. 660.000? Nein. Also, wir werden jetzt hier dann Gras anpflanzen. Was habe ich denn an Maschinen? Der ist da. Sätechnik irgendwo. Einzukommen, Sätechnik. Bettinger. Kann die Direktsaat? Bettinger Terrasim. Sieht man jetzt hier nicht. Bettinger Terrasim. Ist das? Da steht aber nichts von Direktsaat. Das heißt, ich muss auf jeden Fall grubbern vorher. Was habe ich jetzt als Grubber? Grubber habe ich auch. Grubber habe ich auch einen Steinsammler, aber ich glaube ihn nicht. Ne? Den müsste ich noch besorgen. Gut. Was braucht der denn? Der Grobe braucht 320 PS braucht er. Was haben denn meine Traktoren? 235. Zu wenig? Okay, die haben wir alle. Das heißt nur der Glas hat weniger. Gibt es da was im Angebot für mich? Nein. Was ist das? Holz, nein. Das heißt, ich muss gucken, wo mein Grubber ist. Erstmal wieder das Tor aufmachen, sonst kann ich hier gar nichts fahren. Ich habe einen JCB. Ich fahre den JCB. Es ist
So, gegenüber stehen meine Kleinmaschinen. So, rechts müsste der Flug sein. Und links hier ist mein Grubber. Ja, das ist genau falsch gewesen. Da müssen wir rein. So, dann können wir gleich mal schauen, dass wir mal was ändern. Heißt, wir machen eine zweite Strecke auf. Ich habe das immer noch nicht ausgeschaltet. Das Automatische. So, einmal einen Kreis, damit wir rundherum fahren können. Egal wo ich bin. Und da ändern wir eben mit Umschalttaste in. Wir fahren nur dahin, wenn es unbedingt sein muss. Wenn es explizit ausgewählt wird. So, genau noch und dann fahren wir hier zur Feld 11 zum Grubbern. Und das ist deswegen eine Einfahrt, eine Ausfahrt, damit der uns jetzt nicht entgegenkommt, der Abfahrer. So, da ist hinten am Abtanken. Und dann ausnahmsweise mal durch die Frucht. Machen wir äußerst ungern. Aber mal Wochenende ist, machen wir das. So, und dann gleich rein in die Vollen. Ne?
Wer braucht etwas Besonderes eingestelltes? Gut. Der ist arbeiten. Gibt es hier überhaupt Steine? Ich glaube, Steine sind ja nicht an. Scheinbar gibt es hier keine Steine. Aber wir können Stein sammeln. Dann schauen wir unsere LKWs. Du bist fast wieder voll. Ach, du bist noch gar nicht fertig. Gut, dann schauen wir mal. Er pirscht sich an langsam. Also ich mache nichts, das macht er selber. Wartet jetzt, bis der Ruf kommt, dass er voll ist. Wir brauchen lange, bis er in eine harte Position geht. Der dreht da hinten nochmal. Ist doch nicht voll. Dieser großen Helfer dann sehr hilfreich. Man kann nichts anderes tun, außer warten. Und in der Zeit kann er was Besseres machen. Aber er müsste ja gleich voll sein. Ja, er ist voll. Rohr ist ausgefahren. Jetzt müsst ihr. Er kriegt Meldung, genau. Und geht abfahren. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Habe ich mir das richtig gemacht? So, einmal drehen. Dann möchte ich gucken, wo er rausfährt. So, vorne war noch nicht voll. Ich hoffe, er kommt auf seine. Ich glaube, 80% braucht er zum Abfahren. Nicht, dass er für ein paar Prozent noch wartet und Drescher beim nächsten Mal noch halb abtankt. Da sieht man erst, wie groß ein Drescher ist. So. 88% sollte ja reichen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte hier Strom machen müssen. Warum macht er keinen Strom? Jetzt machst du Strom. Und das Strom in die Schulter. So, du fährst jetzt ab. Er hat es erkannt, meine Feldumrandung hier. Wieso fährst du denn doch? Ah. Bleib doch auf der Linie, warum das nicht? Ah, du springst gleich rüber. Nächste Möglichkeit. Okay. Weiß nicht, was du da jetzt hier machst. So, er sucht den Haltepunkt. Das ist das, was er vorher nicht gemacht hat. Feldausfahrt. Hinterm Start. Wir machen jetzt einfach nächstgelegen. Wir nehmen nächstgelegen.
anwenden. Das macht er. Und irgendwo ist ja noch eine Meldung über den Sound. Den Sound dann raus. Anwenden. Und jetzt haben wir noch irgendwas gesehen, hoffentlich. Doch irgendwo. Alles drin. Jetzt habe ich alles. So, der fährt jetzt automatisch. Derzeit könnte ich mal, habe ich eigentlich einen Ladewagen? Ich habe einen Ladewagen, okay. Wieder falsch. Und den schicken wir auch noch zu Feldelf. So, und bis beim Heimfahren. Wir gucken, dass wir die Stroh einladen, bevor der Drescher da drüber geht. Nur gucken, dass er es automatisch auch ablädt. So, hier kommen wir zu unserer Einfahrt. Also das Feld da drunter würde mich schon reizen, aber 600.000 ist aber eine Menge. Habe ich eigentlich einen Kredit am Laufen? Na Gott sei Dank nicht. So, der Ladewagen ist angekommen. Können wir gleich Stroh laden. Der ist jetzt am Heimfahren zum Silo. Also wenn man früh genug mit Autodrive anfängt, wird das Netz immer größer und man muss hinterher nicht mehr so viel. Aber ich brauche drin eine Wiese, glaube ich. Habe ich nicht. Wiese kann ich mal über die Pferde bauen. So, dann kommt der zweite noch. Ja, den lädt er auch ab. Jo. Dann war es das wieder und wir machen Schluss mit dem Video. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Däumchen da, lasst einen Kommentar da. Und wie immer, bleibt gesund. Bis dann.